liebe Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe ist das Volk. Wir sind das Volk, riefen die Bürger der DDR im Herbst 1989. Und das war der Anfang vom Ende der deutschen Teilung. Aber was ist geworden mit den Hoffnungen von damals der friedlichen Revolution? Es hieß Einigkeit und Recht und Freiheit, aber sie haben uns betrogen. Statt blühender Landschaften im Osten haben wir verlassene Landstriche, weil die Leute aus den neuen Bundesländern dort mehr keine Arbeit finden und wegziehen müssen. Statt Mielkes Stasi haben wir jetzt die Stasi 2.0, die in vielem mächtiger ist. Statt der versprochenen Friedensdividende nach der Auflösung des Warschauer Paktes haben wir den Krieg ohne Ende an ständig wechselnden Fronten. Und statt Demokratie und Volkswirtschaft wird das Volk von Neuem unterdrückt und ausgebeutet. Diese Schweinereien müssen ein Ende haben. Sie haben unsere Hoffnungen aus dem Jahr 1989 alle verraten, egal ob schwarz, rot, grün oder gelb. Und deswegen haben wir hier die Nase voll von den ganzen etablierten Parteien und von der ganzen Aufspalterei in links und rechts. Wir sind gegen die Extremisten von links und rechts, aber wir begrüßen herzlich die guten Leute aus allen politischen Lagern, sogar aus der schlimmsten Partei, den Grünen. Und es ist doch egal, ob einer sagt, mein Herz schlägt links, oder ob der andere sagt, ich habe das Herz auf dem rechten Fleck. Hauptsache, er hat ein Herz. Und ein Herz brauchen wir in diesen Zeiten, die so kalt sind. Und wenn wir das Volk als politisches Subjekt wieder zurückbringen wollen, dann geht es nur mit Herz. Wir brauchen das Herz nicht nur, um an das Elend in anderen Landstrichen zu denken, auf anderen Kontinenten, sondern wir sollten auch an das Elend im eigenen Land denken. Wir sollten ein Herz haben, nicht nur für die sexuellen Minderheiten, sondern auch für die 36 Millionen Eheleute, die hier in diesem Land unter schwierigsten ökonomischen Bedingungen versuchen, eine Familie zu gründen und zu halten. Wir sollten nicht nur ein Herz haben für die Flüchtlinge, sondern auch für die einheimischen Harzer, die unverschuldet aus dem Erwerbsleben ausgestoßen wurden und zu Kostgängern und Almosenempfängern der Jobs in der Diktatur gemacht wurden. Und wir sollten ein Herz haben, nicht nur für die Kinder in Afrika, sondern auch für die eigenen Kinder, die einen schweren Stand haben in den Schulen und traktiert werden mit Frühsexualisierung und Gender Mainstream und nicht ausgebildet werden zu mündigen Menschen. Aber an diesem 3. Oktober, am Nationalfeiertag, wollen wir natürlich auch über die deutsche Souveränität reden. Obwohl zu diesem Thema ja eigentlich alles gesagt ist. Es war doch Sigmar Gabriel, der zu Angela Merkel gesagt hat, das ist keine Regierungschefin, sondern die Vorsitzende einer Nichtregierungsorganisation. Und es war doch Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, zu keinem Zeitpunkt seit 1945, dem 8. Mai, waren wir jemals souverän.
aber in Wahrheit ist es noch schlimmer, als Schäuble gesagt hat. Denn natürlich, nach 1945, zur Zeit der Teilung, waren beide deutsche Staaten nur von eingeschränkter Souveränität unter der Kontrolle der jeweiligen Siegermacht. Aber mit der Wiedervereinigung wurde uns doch versprochen, die Rückkehr der Souveränität, aber das Gegenteil ist passiert. Wir sind heute mehr unterdrückt und mehr unter ausländischer Kuratel als zuvor. Nicht die alte Bundesrepublik, sondern das wiedervereinigte Deutschland hat die Kontrolle über ihre Grenzen verloren, sodass wir heute mit einer transnationalen Kriminalität und schwer kontrollierbaren Flüchtlingsströmen konfrontiert sind. Nicht die alte Bundesrepublik, sondern das wiedervereinigte Deutschland hat die Kontrolle über das eigene Geld verloren. Früher hatten wir eine reichlich stabile D-Mark und heute sitzt die Bundesbank am Katzentisch der EZB, wo Mario Draghi als Direktor unsere Steuergelder verfeuert. Und nicht die alte Bundesrepublik, sondern das neue Deutschland hat die Kontrolle über die eigenen Soldaten verloren. Die Bundeswehr früher, ebenso wie die NVA, diente zur nationalen Territorialverteidigung. Aber die heutige Bundeswehr ist eine reine Söldnertruppe als weltweites Kanonenfutter für die US-Amerikaner. Wie kann man ein Land, das keine Kontrolle über die eigenen Grenzen, über das eigene Geld und über die eigene Armee hat, überhaupt als Staat bezeichnen? Reden wir doch Klartext. Das gegenwärtige Deutschland ist eine bloße Kolonie der EU-DSSR und ein Militärstützpunkt der US-Amerikaner. Und diese Fragen müssen wir thematisieren und wir lassen uns nicht als ewig Gestrige oder als Reichsbürger diffamieren, wenn wir diese Fragen auf das Tapet bringen. Wir sind keine ewig gestrigen Reichsbürger, sondern wir sind Verfassungspatrioten. Wir verlangen die Einhaltung des Versprechens aus Artikel 146 des Grundgesetzes, wo es damals schon hieß, wenn die Wiedervereinigung gekommen ist, kann das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung über seine Verfassung entscheiden. Das ist 25 Jahre her und wir wollen, dass es eingelöst wird. Aber lassen wir uns nicht in juristische Spitzfindigkeiten ein, die Nicht-Juristen, also das Volk, schwer verstehen. Lassen wir die Frage der Souveränität als praktische Frage aufscheinen. Und die praktische Frage der Souveränität ist die Friedensfrage. Denn ohne deutsche Souveränität werden die Amerikaner uns immer benutzen als vorgeschobenen Stützpunkt, um Russland zu bedrohen und um die Staaten in der dritten Welt anzugreifen. Da wird es praktisch. Und die Verbindung von Friedensfrage und Souveränitätsfrage besteht in drei Wörtern: Ami, go home! Go home! Amigo 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 home! Und ich sage es den etwas rückständigen Teilen der Berliner Linken. Diese Parole Amigo Home ist keine rechte Parole, wenn sie überhaupt politisch zugeordnet werden kann, ist es eine urlinke Parole. Amigo Home hieß
einer der größten Hits in der DDR in den 50er Jahren, gesungen von dem kommunistischen Schlagersänger Ernst Busch. Aber die heutigen Linken sind so geschichtsvergessen, dass sie an diese Traditionen nur zwanghaft sich erinnern können. Army Go Home heißt nicht, dass wir die Amerikaner hier rausschmeißen wollen. Jeder amerikanische Bürger, Künstler, Tourist, Geschäftsmann, jeder Mensch wie du und ich aus Amerika sind in Deutschland willkommen. Aber wenn wir nicht haben wollen, ist das ganze Militär- und Geheimdienstgesotze, die müssen raus. Bedeutet Schließung der Geheimdienstzentralen von NSA und CIA im hessischen Griesheim, im bayerischen Bad Aibling und auch drüben in der amerikanischen Botschaft am Pariser Platz. Army Go Home bedeutet endlich, endlich den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz, aus Büchel. Army Go Home bedeutet die Schließung der US-amerikanischen Kommandozentralen in Stuttgart, US-UCOM und US-AFRICOM, von wo aus die völkerrechtswidrigen, abscheulichen Drohnenangriffe kommandiert werden und die NATO-Truppen an die russische Grenze geschickt werden. Und schließlich, und dieser Kampf wird hart, aber er muss begonnen werden, Army Go Home bedeutet Schließung aller amerikanischen Basen in der Bundesrepublik Deutschland. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Wir sind seit dem Frühjahr 2014 in der brisantesten Lage für den Weltfrieden, vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg. In der Ukraine sind die Amerikaner und ihre NATO-Verbündeten aufmarschiert und haben ein faschistisches Regime an die Macht geputscht. Ausgerechnet die Leute hier in den etablierten Parteien, die im Inland überall Faschismus sehen. Aus Eva Herrmann machen sie eine Eva Braun. Ausgerechnet diese Leute schauen weg und heucheln, wenn in Kiew Minister an der Regierung sind, die offen die Sprache des Unmenschen reden. Ich erinnere an den Vorsitzenden der Partei Svoboda, die jetzt in Kiew mit 4 Ministern vertreten sind, der im Jahr 2004 gesagt hat, ich zitiere wörtlich, schnappen wir uns die Gewehre, töten wir die Russensäue, die Deutschen und die Judenschweine und andere Untermenschen. Das ist die Sprache des Faschismus. Und diesem Regime hat Angela Merkel bei ihrem Staatsbesuch im August 500 Millionen Euro aus unseren Steuergeldern versprochen, damit sie den Krieg weiterführen können. Als ich zum letzten Mal hier sprach, vor knapp 2 Wochen, habe ich von Hoffnungen gesprochen auf eine Waffenruhe in der Ostukraine. Aber wer die Nachrichten in den letzten Tagen gelesen hat, hat gemerkt, diese Hoffnungen waren vergebens, weil die NATO-Faschisten wieder zum Angriff angetreten sind und den Waffenstillstand in der Ostukraine brechen. Wir haben schweren Artilleriebeschuss gestern in der Millionenstadt Donetsk gehabt. Es wurde eine Schule beschossen. Es gab 11 Tote und über 40 Verletzte. Wir haben heute die Nachricht, dass ein Schweizer Rotkreuzhelfer ebenfalls von diesem Bombardement zu Tode gekommen ist. Das sind Unmenschen, die gestoppt werden müssen. Frau Merkel, ich weiß, Sie sind heute nicht da, Sie sind vor uns nach Hannover geflüchtet.
aber Sie werden doch diese Äußerungen zur Kenntnis nehmen. Frau Merkel, Ihre Tage im Amt sind gezählt. Frau Merkel, wenn Sie die Ergebnisse der Landtagswahlen vor 2 und 3 Wochen analysiert haben, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, dann werden Sie doch festgestellt haben, in diesen Bundesländern haben etwa die Hälfte der Wahlberechtigten gar nicht ihre Stimme abgegeben. Von denjenigen, die gewählt haben, haben etwa ein Drittel für Parteien gestimmt, wie die Linkspartei oder die AfD, die den Kriegskurs gegenüber Russland und den Euro kritisieren und ablehnen. Wenn sich diese Segmente im Volk verbünden, das heißt die eher Linken, die Richtung Gysi und Wagenknecht gehen, und die eher Rechten, die Richtung Lucke und Gauland gehen, und die große, große Masse derjenigen, die gar nicht mehr gewählt haben, weil sie von dem Zirkus die Nase voll haben. Wenn die zusammengehen, dann ist Zapfenstreich, Frau Merkel. Die BRD heute ist moralisch und finanziell mindestens genauso bankrott wie die DDR damals. Und wenn wir es fertig bringen, wie im Oktober 1989 500.000 Leute auf dem Alexanderplatz zusammenzubringen, dann muss dieses Regime von der Geschichte abtreten. Frau Wegelmann sagt, auf ihrem Schreibtisch steht ein Foto, ein Bild von Katharina der Großen, der russischen Zarin aus Zerbst. Also darf man voraussetzen, dass sie vielleicht irgendwo in ihrem Hinterstübchen noch einen Rest an geschichtlichem Bewusstsein haben, dass Deutsche und Russen keine Feinde sind. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann diejenige: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Wenn Deutsche und Russen zusammengehalten haben, egal ob unter Friedrich dem Großen oder unter Bismarck oder beim Rapallo-Vertrag oder unter Willy Brandt, dann ging es nicht nur unseren beiden Völkern gut, sondern dem ganzen Kontinent. Hören Sie auf, Frau Merkel, mit der Dämonisierung von Wladimir Putin, der immerhin eines geschafft hat im Gegensatz zu Ihnen. Er hat den Staat rekonstruiert und die fremden Einflüsse ausgeschaltet. In diesem Sinne, Druzhba i Mir, gemeinsam für den Frieden Russen und Deutsche. Yankee go home, raus aus der NATO, für ein souveränes Europa und ein souveränes Deutschland. Wir sind das Volk. Dankeschön. Danke, danke, auch wenn ich nicht immer mit allem einer Meinung bin mit Jürgen, aber in dem Fall...